Hallöchen, Hallöchen zusammen. Ja, heute wird es mal wieder Zeit für einen Guide. Gab schon viel zu lange keinen mehr. Es gibt noch so viel Geld zu tun, so viel Geld zu machen. Heute, Leute, geht es um ein Item oder sagen wir mal besser zwei Items, die ihr auf jeden Fall irgendwann brauchen werdet. Sei es für eine Mission, sei es für zum Beispiel EMP-Bomben zum Herstellen, whatever. Und die Frage kommt tatsächlich mehrmals täglich auf Discord, im Stream, überall Magnetsteine und instabile Kristalle. Wo finde ich Magnetsteine? Ich suche mir hier den Wolf. Wo kriege ich denn instabile Kristalle? Ich finde keine. Ja, das werden wir jetzt mal klären. Ist nämlich ziemlich einfach, wenn man es weiß. Magnetsteine und instabile Kristalle sind ein Abfallprodukt von Bergbau. Wenn NPC-Miner die Mineralien-Miner Erz und Silizium abbauen, dann gibt es immer eine Chance, dass beim Zerstören des Asteroiden bzw. Abbau des Asteroiden Magnetstein, instabile Kristalle oder Raumfliegeneier fallen gelassen werden. Und die könnt ihr dann einsammeln. Also ist der beste Ort dafür ein Asteroidenfeld. Ein Asteroidenfeld, hier haben wir eins. Ich habe mir jetzt eins rausgesucht, das auch damals schon sehr, sehr gut dafür war, nämlich Saturn 2. Saturn 2 könnt ihr aber nur bereisen, wenn ihr das Terraner DLC habt, Wiege der Menschheit. Wenn ihr es nicht habt, dann sucht euch einfach irgendein anderes. Profitabler Handel ist ziemlich groß, deswegen kann es da eventuell eine Weile dauern. Zweiter Kontakt 2 Unruheherd. Und Tatikwas Entscheidung 3, da habe ich die sonst immer gesammelt. Aber jetzt sind wir hier in Saturn 2. Ja, hier Saturn 2. Weil, das hat einen ganz bestimmten Grund, die Terraner, die haben einen gigantischen Ressourcenhunger und die haben nur sehr wenig Ressourcenvorkommen. Und deswegen ist das hier so geballt mit den ganzen Schürfern. Ich bin hier gerade reingekommen, ich bin noch keine 3 Minuten hier drin. Ja, hier sind schon Raumfliegeneier und da haben wir 5 instabile Kristalle. Ja. Mit T, also anklicken. Asteroid. Mit T könnt ihr die anvisieren und dann seht ihr auch, wo ihr hin müsst. Da, 25 Kilometer, dann könnt ihr hinfliegen, mit O einsammeln. Schigi ist das. Schigi ist das. Ja, kein Thema. Dauert ein paar Minuten. Da, die nächsten instabilen Kristalle, da sind gleich 7 drin, genau. Na, also instabile Kristalle ist hier auf jeden Fall schon mal easy peasy. Und jetzt muss man eigentlich nur noch warten. Einfach warten. Die werden nur generiert, wenn ihr im Sektor seid. Also macht euch keine Hoffnung, dass ihr hier irgendwie out of Sektor irgendeinen Loot-Geier hier hinstellen könnt. Das wird nicht funktionieren. So viel braucht man ja davon auch gar nicht. Ja, das ist ja überschaubar, was man da braucht. Bupp, da ist das nächste. Was haben wir da? Magnetsteine. 3 Stück. Magnetsteine, 3 Stück. Ja, geil. Asteroid. Und das, wie lange hat das jetzt gedauert? Ja, 3 Minuten? Easy. Easy peasy. Bleibt man hier eine Stunde drin? Oder macht man nur 5 Minuten Zinser? Wisst ihr, was hier abgeht? Ihr kommt mit dem Sammeln ja nicht hinterher. Ihr könntet jetzt theoretisch hier drinnen stehen bleiben. Das wird alles generiert und dann lasst ihr hier einen anderen Loot-Geier das die ganze Zeit einsammeln. Ja, und dann könnt ihr Kaffee trinken, könnt ihr meinen Stream gucken. Ganz entspannt. Oder könnt in meinem Shop rumstöbern. Da kommt ja immer wieder geiles neues Merch. Wir haben jetzt schon über 140 Artikel im Shop drin. Es ist, der wird immer größer. Deswegen ein bisschen Werbung muss ich ja mal hier reinpacken. Ja, 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 ja. Aber nicht für Fremde, sondern für mich. Ja, mein Shop, mein Shop. Link habt ihr oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. Auch auf Discord. Beziehungsweise auch Richtung Twitch. Da bin ich fast jeden Abend ab 19 Uhr live und da werden sehr, sehr viele Fragen gestellt und es werden tatsächlich auch alle beantwortet, soweit es geht. Was ich nicht weiß, weiß der Chat. Unsere Schwarmintelligenz, wie wir es mittlerweile nennen. Der Chat vergisst nicht. So, sehr cool. So, da haben wir die ersten Magnetsteine einfach mal so easy peasy nebenbei eingesammelt und in der Zwischenzeit ist hier schon wieder etliches Neues gekommen. Ich glaube, ich sammle hier weiter. Da sind Magnetsteine. Gut, da ist jetzt Eis fallen gelassen worden. Asteroid.
Und so funktioniert das wunderbar. Einfach in die Bells rein. Hier baut gerade einer ab. Hier baut gerade einer ab. Boom, da knallt's. Asteroid. Jetzt könnte man gucken, jeden einzelnen Container hier durch. Aber das ist natürlich Quatsch. Das brauchen wir nicht. Da Raumfliegeneier. Auch eine sehr gute Einnahmequelle. Raumfliegeneier, wenn er 25 davon hat, macht er Raumfliegenkaviar, macht er locker eine Million. Bei gutem Preis fast 1,2 Millionen. Pro Raumfliegenkaviar. Kann man einfach hier rumstehen und eine Nutgeier hier die ganze Zeit sammeln lassen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Oh, schon wieder instabile Kristalle. Eieiei. Instabile Kristalle sind Massenware, sage ich euch. Massenware. So. Und was neu mit 5.0 ist, also das System hier, das ist seit Release, wurde auch nicht wirklich verändert. Erst mit 5.0 wurde etwas geändert, nämlich, dass das mit der Zeit despawnt. Das Zeug. Das despawnt mit der Zeit. Was auch gut für die Performance ist, weil stellt euch mal vor, hier würden zehntausende Container generiert werden. Das wäre doch ein bisschen sehr, sehr heftig. So, ich hole mir jetzt mal die Magnetsteine noch. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. So. Ich bin ja gerade in so einem schnellen Schiff, bin ich ja gewohnt. Sonst fliege ich ja hier zurzeit immer die Prometheus. Da muss ich immer schon lange vorher abbremsen, damit ich zum Stehen komme. Nee, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ja, da sind wir auch schon durch. Da sind wir auch schon durch, Leute. Ja, meine Werbung habe ich gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wa? Abo. Ja, kennt ihr ja alles. Ansonsten alles unten in der Videobeschreibung oder oben rechts. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.